Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations mit einem S am Ende. Ich hab's falsch ausgesprochen, entschuldigt bitte. Fragt mich nicht. Ja, wir haben plötzlich eine neue Rüstung bekommen. Wir gehen mal in den Unterschlupf und gucken. Es wundert mich doch. Wir haben die Templer noch nicht ganz fertig ausgebildet und plötzlich haben wir so eine geile goldene Rüstung. Was ist los? Was kommt los da rein? So, wir können die dann auch gleich mal wieder rumschicken. Aber was kommt... Alter, was ist denn Ruckelparty heute? Hier ist kein neues Schwert drin, ne? Hier haben wir so eine Axt bekommen. What the fuck? Geht das? Okay. Habt ihr gesehen, wie stark die ist? Voll? Hallo? Beschwert euch nicht. Was zum Dreizack meines... Okay, Yusufs Schwert. Was ist mit denn? Und Mehmets Dolch. Alles klar. Wir haben einfach alles. Und die Rüstung? Die ist ja schon auch voll. Leute, das ist ja fast schon Cheating. Die Sachen hier, ne? Oh. Hui, wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Also ich habe das Gefühl, wir haben einen Bug ausgelöst. Nicht, dass mich dieser Bug stören würde. Also die Schwerter und der Dolch ist noch da. Es ist irgendwie komplett random und es ruckelt hier wie sonst was. Und keine Ahnung, woher die Rüstung kommt. Also das kann sie nicht sein. Hier ist ja unsere andere Rüstung. Ey Leute, ich habe keine Ahnung. Ich fasse das nochmal an. Ich glaube, wir haben dann gleich einen Absturz. Nee, haben wir nicht. Meister-Assassinen-Sachen. Voll. Ich frag nicht. Gut, wir haben die besten Sachen im Spiel. Ja, damit danke und beende ich das Spiel jetzt. Was? Weil, ich meine, was sollen wir jetzt noch spielen? Ah, Moment. Wir könnten diese eine Rekrutmission machen. Ja, die machen wir noch hinterher. Ey, es ist ja irgendwie... Ich meine nicht, dass ich mich stören würde, aber... What the hell? Warum mach er diese? Ich nicht verstehen. Mach er diese, so alles kaputt. Ich meine... Auf der anderen Seite kannst du mich halt auch mal so was von nicht zuppeln. Die neuesten Erkenntnisse der Medizin, das Lustigste wäre, wenn wir jetzt alle Taschen hätten. Aber mich zuppelt halt insoweit nicht, weil das Spiel hat es uns ja geschenkt. Also Leute, merkt euch, wir machen als allererstes die ganzen Assassinen fertig. Und dann kriegen wir die besten Sachen dieser Welt. Ey, Kumpel. Was ist los mit dir? Bitte, bitte helft mir. Finde den Mann, der mir das antat. Ihr müsst zu einem Heiler. Nein, keine Zeit. Der Mann, der mir das antat, sucht nach meinem Weib und meiner Tochter. Wenn er sie findet, Gott weiß, was er tun wird. Wenn ihr ein gerechter Mann seid, Arkadashim, bitte lasst dieses Monster nicht meine Familie zerstören. Der hat kleine Füße. Dieser Mann hat schrecklich unter einem anderen Mann gelitten und nun ist die ganze Familie in Gefahr. Verhindern Sie eine Tragödie in den Süden. Ich kümmere mich darum. Mach ich. Klar mach ich das. Nee, das ist einfach so. Die sind so geschützt, die sind so gepanzert. Nee, egal. Ich sag nichts mehr. Achso. Ey, Kumpel. Halt die Klappe, nimm's Geld. Lass mich in Ruhe. Genau, applaudiert ihm. Das tut ihm gut. Der fühlt sich dann auf einmal geliebt und muss sich nicht mehr wichtig fühlen. Ey, ich verstehe das nicht. Also, dass wir jetzt die besten Waffen haben, verstehe ich null. Könnt ihr mal gehen, danke. Ja, viel Spaß bei deiner Mutter. Lass mich in Ruhe. Vielleicht ein Söldner? Irgendwas ist doch merkwürdig an dem.
Schatz. Gott, wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank meinen Opfern. Was? Zwei Vögel opfern? Achso, wir haben ja jetzt auch neue Sachen wieder freigeschaltet. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Bei Piri Reis. Tschüss. Was hat er dir getan? Nix. Das ist ja das Problem. Hätte er mir was getan, hätte er vielleicht eine Chance aufs zu überleben. Was? Lasst euch nicht von großen Geschichten der Ehre. Ich bin heute wieder aggro. Ja, jetzt, wo man natürlich die geilste Rüstung etc. hat, dann geht's natürlich voll ab. Hey Kumpel, hör mal zu. Es ist vollbracht. Wie fühlt ihr euch? Meine Wunden werden heilen. Und mein Herz ist froh, dass meine Familie in Sicherheit ist. Was schulde ich euch? Schließt euch uns an, wenn es euch besser geht. Wir können einen Mann mit Ehre gebrauchen. Evette, das werde ich. Ganz sicher. Voll der Homöopathen-Style. Ein Helfer deiner Familie, dafür geht's dir besser. Abwart. Gudi, dann haben wir das auch wieder gemacht. Der erzählt dann auch mal Leuten was. Ey, nimm mal das Geld und lass mich in Ruhe. So. Wir hätten hier oben noch einen Schneider. Den wir noch nicht eröffnet haben. Perfekt. Wir müssen unbedingt mal gucken wegen unserer Mission. Oh, wir sollten mal gucken, was wir jetzt hier eigentlich alles kaufen können. So, die Tele lokalisieren. Kommt und seht, was stolz und. Okay. Ah ja, mittlere Köcher und große Schwertscheide. Die beiden haben wir noch nicht. Also gerade das wäre eigentlich ganz interessant. Könnten die Kleider färben. Na. Ich würde sogar eher Masjaf-Weiß bevorzugen. Wir gehen mal da hinten zu der Mission. Ja, machen wir Platz, danke. Oben. Geschmeidig wie eine oben drüber ist, glaube ich, schneller. Jo, Abfahrt. Uns geht's gut. Uns geht's niemals besser. Okay, Assassinen. Gut, wir haben alle Stufe 10. Ich glaube, die leveln dann nicht mehr, ne? Ja, ich glaube, oder? Genau, die haben viel zu viele XP dadurch. Ist aber nicht schlimm. Ist okay. Haben wir denn irgendwelche tollen Missionen, die sie machen könnten? Also, warten, wir gucken mal. Alexandrien ist die Kontrolle nicht so geil. Ja, die gehen halt immer wieder runter. Genua ist nicht unser. Wir könnten Genua angreifen. Nimm dir noch einen Zehner dazu. Und ab die Post. Dann haben wir hier. Oh, hier hätten wir den Kurier angreifen für ihn. Der würde dann gut Zeug bekommen. Also. Wir versuchen halt die besten Missionen eigentlich zu machen. Oh, hier könnten eins, zwei, die würden genug Punkte bekommen, glaube ich, ne? 2000, der braucht nicht mehr so viel. Dann hätten wir hier noch sowas ähnliches. Okay, jetzt wird es natürlich schwieriger. Also danach eher. So, und Marseille. Oh, hier gibt es aber viele Punkte zu verteilen, würde ich sagen. Jo. Gibt halt dann nur dementsprechend weniger. Oder? Gibt weniger Punkte, aber vielleicht machen wir das so. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass sie zurückkommen. Ja, wobei, so niedrig ist dann eigentlich. Und eine Person lassen wir mit uns gehen. Wir haben wieder 6000 Öcken. Nein. Was hat er für ein Problem? Kein Quatsch erzählen, danke. Okay, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten die Mission da hinten machen. Wir könnten hier aber noch, warte mal. Wir müssten eigentlich hier nochmal hochklettern. Dann machen wir das einfach, bis die Assassinen zurückkommen, weil dann können wir die Assassinen-Mission zu Ende machen.
Es hat halt seinen Vorteil, den Assassinen auf voll zu haben, wie wir ja schon gesehen haben. Weil dann können sie nämlich ihren Einfluss nicht mehr zurückholen in einigen Städten. Also. Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Wir sind Soldaten, okay. Seht die Komplexität dieses Musters. Nur Kunst. Jawollo. Nun, du bist ja ein richtiger Turner. Ja, wenn du wüsstest, Madame. Nein! Hund! Ein echter Athlet. In dem Alter? Wie macht er das nur? Warte. Wait for it. Hier. So. Geht's höher? Nein. Jetzt, ja. Es muss genau der Winkel sein. Jetzt mal oben passt. Okay. Dann haben wir das hier. Ba-ba-ba-ba-bum. Dann suchen wir uns noch das nächste. Haben wir irgendwas Wichtiges hier? Ich hab halt echt keine Ahnung. Das sieht nicht so aus. Oh, hier hinten haben wir eine Bank. Die können wir öffnen. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, Geld zu holen. Also. Na, 1, 2. Und passt. Und dieser Haken, Alter, dass der sich nicht die Arme ausreißt bei seinem Sprüngen. Aber. Ja, der kriegt ja auch gefühlt gar keinen Fallschaden mehr. Der ist so jung. Sorry. Dabei helfen, der Blablabla. Halt dein Mund, Bruder. Sagst du mal so. Am Ende, ich schwör's euch, am Ende machen wir die... quasi die Belagerung, die Möglichkeit, dass die Byzantiner wieder zurückkommen auf 0. Weil unsere Assassinen alle auf 15 sind. Beziehungsweise auf Meisterassassinen. Und dann hat sich der Käse gegessen. Und dann haben wir das Spiel durch. Ja, wobei, wir bauen die Schlüssel, ne? Aber das ist ja dann Makulatur. Mit den besten Sachen. Hoffentlich genügend Geld dann auch. Jump. So, der Banker. Da. 3, 2, 2, 5. Das Geld hab ich. Nimm dir das Jod, Allah! Oh, lass mich in Ruhe. Hier oben kann eh niemand mehr was machen. Also überfallen oder so. Oh, wir haben kein Geld auf der Bank. Oh! Das tut uns nicht gut. So, dann haben wir das. Dann machen wir noch das. Dann sehen wir zumindest ein bisschen mehr die Karte. Wir haben einen Ort dann noch auf der Seite. Was würde ich da noch machen? Also den letzten Ort renovieren. Wir haben 9 von 14 Banken. Ach nee, den hier noch nicht. Gut, dann haben wir nicht genug Geld. Ist auch okay. Das kostet ja Geld, hier auch wieder auf Reisen zu schicken, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was ich übrigens eine komische Balance finde. Aber auf der anderen Seite muss man ehrlich zugeben, es macht auch Sinn, weil... Reisen kosten nun mal Geld und Proviant und schieß mich tot. So, hoch, schneller, hoch. Nein. Aber hier hoch. Passt. Hoch. Nein! Ach du Hannes! So, passt. Dann haben wir das auch. Und jetzt müssen wir noch mal warten auf unsere Leute. Machen wir einfach die Mission. Kann es ja eigentlich auch egal sein. Dafür müssten wir... Wohin? Ach,
da. Gott, ganz in den Süden. Kein Wunder, dass wir den so lange brauchen. Ja, dann machen wir einmal die Mission. Ich meine, bis die Leute da kommen. Dauert das halt noch. Dann machen wir es lieber so. Abfahrt. Nein. Doch, hier. Südhafen einfach. Okay. Das machen wir. Das machen wir. Ich würde mich halt echt fragen, wie weit wir bereits sind. Ich staune. Ja. Jeder, anhalt! Hey, jeder, stopp! Chillt doch mal eure Basel. Och, Manu. Oh ja. Sorry. Absicht. Damit ich das Zeug hier mitnehmen kann mit Medizin und so. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wir bekommen ein paar Sachen, Medizin und so Armbrustbolzen. Schaden tut das nicht. Wurfmesser, Schaden tut das, wie gesagt, noch immer nicht. Aber wir bekommen nichts mehr, was wir brauchen, kann es sein? Ah, Gott, verbrenne dich! Ja, ja. Beruhig dich, Bruder. Er wird seine Gründe haben, schätze ich. So, dann reden wir mit ihm. Mirkada. Wow. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... Der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wie geil! Duccio! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, che seccatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Okay. Links oben das Bild, wo er keine Ausrüstung hat. Ja, war voll bewaffnet. Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Natürlich. Zurück, Tida! Schon sind wir im Sperrgebiet. Ein wunderschöner Tag. Nehmen wir mal die Messerchen. Ich weiß nicht, ob die ausreicht. Ne? Er sollte eigentlich noch schwimmen können, ne? Och Mann. Wir wollten das echt so einfach haben, ne? Wir suchen einen. Ja, stopp! Der ist weg. Oh ja. Na komm, schlag zu. Wir regeln das wie Männer. Oder so. So unzivilisiert wie Männer. Was? Hätte auch alles anders gehen können. Aber nein, Alex war wieder hochmütig. Oh, Schiffe sind so schön. Warum sie kaputt? Alles gut, beruhig dich. Sophia Sator. Perfetto. Okay. Verlassen Sie das? Okay, das Gebiet, das machen wir gerne. Ist ja gar kein Thema eigentlich. Jetzt gerade vor uns. Zack, den hat er.
Und ab im Buchladen damit. Meine Assassine kümmert sich um die. Bin ich fest von überzeugt. Der hat das geschafft. Da oben ist ein Kollege. Noch so ein Söldner, denke ich. Ich sollte gehen. Ist er tot? Das geht recht schnell jetzt. Ich hab nichts gemacht, Hummer. Müssen wir gucken, dass wir noch ein paar Kollegen finden, die uns gegebenenfalls den Status runterdrücken, weil sonst fangen die wieder an zu erobern. Die Chaiopais. Chaios. Das fängt ja wieder gut an. Wir sehen jemanden. Alter, hier ist ja niemand. Dann machen wir die Mission erstmal schnell zu Ende. Runter. Ah, es sind Leute wieder zurückgekommen anscheinend. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sofia. Ich komme zurück. Okay. Damit hätten wir das auch geklärt. Unsere ersten Leute sind zurück. Wir brauchen dringend jemanden, der... volle Synchro gescheitert. Naja, gut. Genua steht jetzt unter der Kontrolle der Assassinen. Ah, da hinten ist der erste Kumpel. Sehr schön. Das Gesetz Gottes entspricht seinem Willen. Hey, Kumpel. Die Wachtel wird in die Ohren. Nimm mal 2 Mark 50 und halt den Mund. Wir suchen den letzten. Wir gucken natürlich jetzt nach einem Ort, wo wir jetzt erstmal hin können. Da hinten gehen wir. Wir gehen da hinten hin. Ach ja. Alter, alles klar. So ein Irrer. Ja, danke. Du kommentierst das richtig, Schwester. Wir gehen da hinten hin, jetzt nicht zur ersten Mission, sondern wir gucken, dass wir die Leute wieder rumschicken können. Oh, ja. Dann kann ich mir holen. Nicht einfach nur weg hier. Ich hab nichts getan. Das ist tot. So, dann haben wir das auch gemacht. Wir sind nun wieder geheim. Die versuchen nicht wieder irgendwas zu erobern. Das mit dem Erobern ist halt manchmal echt anstrengend. Was haben wir denn hier? Die Stadt zurückerobern. Passt. Keiner ist auf der höchsten Stufe. Ja gut, die... Obala. Jetzt habe ich mich verdruckt. Verdrucken. Wir können ja mal gucken, ob wir die irgendwo hier rumschicken können. Können wir die irgendwo Alexandra was Fettes machen lassen? Naja, gut. Kann auch ein Zehner alleine tatsächlich.
den Botschafter drottern. Ah, hier könnten wir vielleicht... Ja, das sollten sie schaffen. Der ist ja noch nicht da. Doch, der ist dabei. Ja, dann teilen sie sich das. Und der bekommt seine EP. Und wo haben wir denn noch Schwierigkeiten jetzt? Genua ist auch unser, da sollen wir mal gucken. Wir sind 10er mal ein bisschen hier. Assassinenkontrolle zurückgewinnt. Was soll ich das mal machen? Einfahrt. Gar kein Problem, das kriegen wir hin. Die anderen brauchen auch nicht mehr lange. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.